Hallo liebe CryptoTV-Zuseher, schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid. Ja, ich habe es schon jetzt einige Mal erwähnt, doch zum vorletzten Mal will ich es nochmal machen, da ich jetzt alles hier an diesem Tag aufnehme. Ich wurde ja mit zwei Videos gestrikt und durfte dann eine Zeit lang nichts hochladen. Beim letzten Video war es noch nicht einmal auf öffentlich gestellt und wurde sofort gestrikt. Und da habe ich erkannt, dass ein Roboter, ja, ist so, bei YouTube erkennt, was man verbal ausspricht. Wenn einem die Wörter nicht gefallen, dann wird das Video gleich gelöscht, bevor es überhaupt auf öffentlich gestellt wird. Bei einem dritten Strike ist mein Kanal weg. Und das will ich nicht. Darum habe ich mir eine andere Videoplattform gesucht und werde da die Videos hochladen und hier auf YouTube dann nur noch ankündigen, wenn ein neues Video kommt. Okay, weil ich ja nicht will, dass mein Kanal gelöscht wird eben, weil ich habe unendlich viele Videos hochgeladen, die von Themeninhalt so wertvoll sind, und wäre es doch viel zu schade, wenn sie weg wären. So, welches Video will ich euch zeigen? Hier. Ich will euch den Titel nicht vorlesen, lest es selber. Hier, da. Und bei dieser Videoplattform, vielleicht könnt ihr mir einen Tipp geben und helfen. Bevor ihr auf Start klickt, also schon klickt einfach auf Start, aber dann gleich wieder auf Pause und geht hier auf das Zahnrad, denn ihr seht, es ist auf 480p voreingestellt. Das ist eine Kartoffelkameraqualität. Klickt hier drauf, dann könnt ihr auf 1080p klicken und dann könnt ihr das Video in Voll-HD ansehen. Ich habe bemerkt, wenn ein Video längere Laufzeit hat, dann kommt der Server bei dieser Videoplattform wohl nicht mehr mit, es auf Voll-HD hochrendern zu können. Vielleicht täusche ich mich auch. Wenn sich wer ja auf dieser Videoplattform schon auskennt, wäre ich dankbar, wenn ihr mir einen Tipp geben könntet. Ja? Somit würde ich mich freuen, wenn sich das diesen angekündigten Film anschaut. Ich werde ihn unten in der Videobeschreibung und in der Kommentarfunktion verlinken. Klickt dann einfach drauf, dann kommt ihr zu dieser neuen Videoplattform von mir und genießt einfach diesen tollen Film. Also dieser Film ist ganz ein besonderes Zuckerl. Da hatte ich die reinste Freude beim Filmschnitt. Somit bedanke ich mich wieder, dass ihr mit dabei wart bei CryptoTV. Und schaltet doch wieder das nächste Mal mit ein, wenn es um ganz tolle Videos geht. Tschüss!